Moin Leute, jetzt starten wir ein neues Spiel, das da heißt Pinocchio. Ist von Disney und ist aus 1940. Was haben wir hier? Walt Disney Animation Service Pinocchio 1995. Der Film. Genau. Der Film ist von 1940, aber die Jungs und Mädels mussten dann einfach 50 Jahre warten, bis dann das Spiel dazu rauskam. Und weitere circa 30 Jahre später komme ich in den Genuss, dieses Spiel jetzt hier für euch zu spielen. Und für mich und überhaupt. Und jetzt bin ich hier, wo bin ich hier? Start. Mann, Das der Leute. ist eine Vorschau. Ja, guck mal, der rennt da einfach so durch das Level durch. Das ist gut. Okay, Start, wo ist das da? Konnte der gerade fliegen? Ja, drück mal auf Start. Na, dann gehe ich mal auf Start. Jimmy's Quickies Babysome ist das auf Englisch. To Geppetto Shop. Figaro meet Pinocchio said Geppetto how I wish he was a real boy. Warum ist das auf Englisch? Erklär doch mal die Handlung jetzt hier. Du hast doch den Film gesehen, oder nicht? Genau, ich habe den Film gesehen. Ach, das geht gar nicht weiter. Okay, dann habe ich ja Zeit. Also, Jiminy Crickets Ja, wer ist das? ist der Kleine, der auf der Fensterbank steht. Ja, was ist denn das? Das ist so ein Fabelwesen. Ja, das ist eine Grille. Eine Grille. Jiminy Cricket, heißt der? Das ist weitergesprungen. Na, die Grille ist jedenfalls zu ihm hergegangen und ist sein Gewissen, Ja, was steht jetzt hier? The Blue Fairy promised to grant Geppetto wish if Pinocchio could earn the badges of truth, bravery, unselfishness. Also, die blaue Fee verspricht dem Geppetto den Wunsch zu erfüllen, dass wenn Pinocchio all die drei folgenden Eigenschaften erlernt, und zwar immer die Wahrheit zu sagen, immer mit Gewissen zu handeln und, ach Mann, ist verschwunden. Waking up, Geppetto found Pinocchio had a come to live. Live. Geppetto sent Pinocchio to school as Jiminy hurried to catch up. Ja, also als er aufwacht, will er halt das Leben beginnen. Und dann wird er zur Schule geschickt von seinem, ich sag mal, Vater in dem Sinne. Und ja, der geht zur Schule. Und hier bin ich jetzt. Und zwar bin ich jetzt hier auf dem Schulweg. Und habe jetzt gerade eben das Haus verlassen. So meine Interpretation. Guck mal hier, wenn ich ducke, sieht das aus, wie als wenn der so balanciert. Also wie als wenn der auf so einem Seil balanciert. Die Leute können jetzt ja mal erstmal kommentieren, ob sie den Film kennen. Genau, kennt ihr überhaupt Pinocchio? Haben sie den Film gesehen? Aber ich komme nicht wieder zurück. Ja, habt ihr den Film von Pinocchio gesehen? Wenn nicht, Kennen? guck den mal, der ist nicht schlecht. Genau, der ist tatsächlich. Also. Der ist auf jeden Fall empfehlenswert. Aber Pinocchio ist grundsätzlich bekannt, nehme ich an. Also, er will halt ein richtiger Junge werden, ne? Aber bis er dorthin kommt, passieren Genau. ganz viele Missgeschicke, würde ich nicht sagen. Also, er rennt von einem Schlamassel ins nächste, sag ich mal. Genau, also. Er ist sich vielen Bewährungsproben ausgesetzt. Genau, Versuchungen, ne? Genau, Versuchungen. Versuchungen. So, aber erstmal muss er zur Schule, denn ein anständiger Junge geht natürlich zur Schule. Du, aber der hat ja gerade so eine Mauer gefunden. Das Und lenkt springt ab. dann lieber erstmal hoch, anstatt zur Schule zu gehen. Das fängt ja gut an. Hier, Leute, aber hört mal hier. Okay. Immer dieses Usch. Ja, guck mal, was für ein Elan der läuft. Guck mal, wenn du den bewegst. Ja, noch ist er richtig Geh motiviert. mal nach links. Da ist eine Wand. Der hüpft ja richtig beim Gehen. Hier, der hüpft. Und ich kann jetzt welche Tasten drücken? Ich kann springen. Hast du noch gefragt, als wir den Film geguckt haben? Bei der Szene. Ja, der ist die ganze Zeit so zur Schule. Ja, Hast du genau. noch gefragt? Ja. Bist du so.
Bist du so auch zur Schule gerannt? Nee, nee. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren. Ah! Ja, aber was habe ich jetzt hier für Funktion? Also ich kann springen, ich kann mich ducken. Da ist auch eine Taste da hinten. Ja, mehr kann ich gar nicht machen. Ich kann den Bildschirm nach rechts und links. Das muss ich im Hinterkopf behalten. Weil das muss ja irgendeinen Grund haben. Ja, ich muss sagen, bisher ist das Level durchaus handelbar. Ah! Na, sind wir gut hier. So, ich habe 3 Leben in der Ecke oben rechts. Und oben links habe ich 1 Stern. Ich nehme aber an... Mann, jetzt ist mal gut hier. Jetzt renne ich mir hinterher, oder was? 1 Stern. Und das heißt, vielleicht, ich muss hier einfach Sterne sammeln. Und dann ist ein Bonus, den ich dann erhalte. Nee, das ist so eine Leiste, eine Lebensleiste. Achso, ich hatte 5 Sterne. Nein, der Stern geht immer weiter nach links. Das ist, quasi so ein Zauberstab. Der wird immer kleiner und okay. Dann, ne? Moment, aber ich habe doch gerade schon was verloren, oder nicht? Ja. Der Stern ist immer noch ganz auf der rechten Seite. Nicht ganz. Aha. Du, aber ich kann ja nur hier lang gehen, indem ich flüchte. Also rüberspringe und weglaufe und so. Also... Ich kann nicht aktiv hier eingreifen und was machen. Naja, die machen ja nichts. Da! Ah! Ah! Ist cool. Ja, bin ich. Ja, das ist ein Zettel! Ja, bin ich jetzt schon angekommen? Nice. Das ist mir sympathisch, das Level. Muss ich hier drüber springen? Ja, ne? Du, ich mach das einfach mal. Ah! Wieso springt er da nicht rüber? Hä? Muss ich jetzt hier raufspringen, wo hier gar nichts ist? Ich muss den Zettel einsetzen. Was ist denn da jetzt? Können wir nochmal die Gegend erkunden? Hufeisen. Ich schieb den Riss an der Wand weg. Komm schon. Blume? Nee, ne? Komm hier, die. Ah. Kommt der die bekannt vor, der da rumläuft? Da ist ein Buch. Ja, das sind diese. Die wollen mich eigentlich gefangen nehmen für die Theateraufführung. Wie komme ich jetzt zu dem Buch da oben hin? Da links vielleicht. Uiuiui! Ui, ui. Der macht doch nichts. Wie, der macht nichts? Der rennt mich über. Quatsch. Wie, ich kann mich da einfach hinstellen? Ja. Das glaube ich nicht. Ich kann mich da einfach hinstellen? Ja. Und der zieht mir kein Leben ab, nichts? Falls sich die Fingernägel. Hä? Gut, was passiert jetzt? Da gehen wir mal zu ihm hin. Ah! Entschuldigung. Ja, ganz toll. Aber das musste ich sehen. Das ist doch witzig. Für Außenstehende, ja. Ja. Fakt ist, jetzt ist es noch schwieriger, da hochzukommen. Ja, das ist auf dem Schulweg. So, aber wie komme ich da jetzt hoch? Das kann doch nicht sein, dass... Also... Ach, es gibt einen Weg. Durch normales Hin- und Herlaufen hier? Oder muss ich da irgendwas ein... Viel weiter nach... Was macht der da?
Also gutes Gleichgewicht hat er ja, ne? Vom Halten her. Respekt. Weiter zurückgehen muss ich nicht, weil da endet das Haus. So. Hier ist aber ja nichts. Ah! Okay. Nice. Da ist ein Hut. Komm schon. Was kann der jetzt damit machen? Ah! Moment, was ist hier gerade passiert? Ich gebe mich damit jetzt nicht zufrieden. Das ging mir gerade zu schnell. Ein Flügel? Nee. Die Handschuhe. Da ist noch was? Ja, du fällst doch gar nicht runter. Kann er den nicht mit der Hand greifen? Ach, bin ich da rübergesprungen oder was? Ja, und was kann ich jetzt damit machen? Also, die Dinge müssen ja eine Funktion haben. Oder irre ich mich da jetzt? Kann ich auch nach oben springen? Okay. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ah! Kann ich da jetzt runterfallen? Also, der landet echt immer auf der Kante, ne? Ach, dieses Dach hier. Ja, aber was mache ich hier oben jetzt? Also, welchen Sinn hat es, dass man hier hinspringen kann? Kann ich auf die Möwe oben raufspringen und dann irgendwie irgendwo anders hin? Kannst ja mal versuchen. Ja, ob ich den Tipps trauen sollte? Ey! Nee, also das Dach, das ist, glaube ich, irreführend. Außer, ich springe einfach da hinten runter und gewinne so ein bisschen Vorsprung. Hier, ne? Ich gehe hier runter und springe! Wie, das tut ihm gar nicht weh? Moment. Ja, das ist doch jetzt blöd. Also weiterspringen konnte er nun nicht. Oder kann ich auf das Dach raufspringen? Moment mal, wo bin ich jetzt hier? Oh, die Möwe, die Möwe. Weg hier. Ach, ich sammle die ganze Zeit mein Schulmaterial ein, kann das sein? So, und der will mich jetzt verkloppen, oder was macht der da? Ist das der Endgegner? Quatsch. Na, weiter komme ich hier nicht, ne? Das ist doch nur ein ganz normaler Klassenkamerad. Ja, der weiß nicht, wo er hin will. Der findet auch nicht den Weg zur Schule. Ja, der findet den Weg nicht. Das ist aber eine schwierige Schule. Du, aber was mache ich mit dem armen Burschen jetzt? Das kann man doch nicht so stehen lassen. Oh, Junge. Nee, also... Ich bin jetzt hier, das ist ja gut, aber was nun? Ich kann de facto ja nichts machen. So, der wirft, womit wirft er? Mit Stein, ne? Dann muss ich hoffen, dass der mit den Ziegelsteinen in eine Richtung wirft, wo er irgendwas dadurch kaputt macht. Ist ja nichts. Oh, komm.
Hier ist doch die Schule, oder was? Nee, also jetzt mal ernsthaft, da ist doch der Zettel mit der Schule. Der Zettel mit der Schule? Ja. Da. School. Hier lang. Da lang. Ja. Da muss ich jetzt wieder aufs Dach klettern, oder wie? Wo ich gar nicht hochkomme. Ich komme hier gar nicht wieder zurück. Hier, ich komme gar nicht mehr zurück. Richtig. Ich muss jetzt diese Dinge einlösen, die ich gesammelt habe. Das wäre mein naheliegender Ausweg. Ja, kann mal kommentiert werden. Wie die das Problem lösen werden. Ja, Leute, wie löst ihr dieses Problem? Also, ich habe hier echt... Ja, Probleme gerade. Nee, also ich drücke die Taste nach unten und da passiert nichts. Also ich drück die Taste nach unten plus 1, 2, 4, 3, 4, 5 andere Tasten. Kann der Macker mir hier vielleicht helfen? Hallo? Komm her hier. Gibt's doch nicht. Ich habe vorher ein paar Sachen eingesammelt. Ich glaube, die muss ich nicht anwenden, weil... Auch wenn ich die nicht gesammelt hätte, muss man ja das Level irgendwie zu Ende kriegen. Das stimmt. Das ist gut. So. Heißt, ich muss mich jetzt auf meine Grundtugenden fokussieren. Wieder mehr. Ich kann mich bücken und ich kann stehen. Und ich kann springen. So. Der kann ja nichts anderes. Das ist ein Kind. Gut, ja, da kann er mit Steinen schmeißen, aber das ist eine höhere Klasse wahrscheinlich. Der hat jedenfalls nicht seinen ersten Schultag, auch wenn er nicht weiß, wo er hin will. Der sieht mir vor allen Dingen eher aus wie so ein Schulfrenzer. Ja. Ja, ich versuche jetzt Tasten gleichzeitig zu drücken. So, was siehst du? School, Hufeisen, Tor. Wo steht denn School? Hier. Wo steht das? Ey! Der Pfeil geht dort oben rechts in Richtung des Tores. Ich muss durch dieses Tor durchgehen. Wäre eine Möglichkeit. Ja. Und wie macht man das? Ich gehe da jetzt durch. Okay. Na gut. Das funktioniert? Ja. Ja, Leute, mein Gesichtsausdruck blende ich euch jetzt mal nicht ein. Einfach, guck mal, wie entschlossen er durchgegangen ist. Und so, ja. Ich gehe da jetzt durch. Also nee, das, sowas ist mir auch nicht passiert. Aber der mit den Steinen wirft hier weiterhin. Die das Spiel nicht kennen, hättet ihr das gewusst? Genau, alle die das nicht kennen, wärt ihr auf diese Idee gekommen? Oder also, wusstet ihr das bereits? Auf diese Wärt ihr früher auf die Idee gekommen? Na gut, wie lange habe ich jetzt gebraucht? 5 Minuten? 4 Minuten? Da sind wieder Enten! Ach, aber ihm tun die nichts. Da! Oder? Kann der nicht die Enten mit dem Stein einfach abschmeißen? So, ist gut jetzt hier. Oh, siehst du das? Die vermöbeln den. Oha. Jetzt heult der. Ach nein, das wollte ich jetzt nicht. Die Enten haben den vermöbelt. Aber ich dachte, das geht gar nicht. Doch. Also, das habe ich auch nicht gewusst, aber tatsächlich. Ja, wieder ein neuer Skill also, dieses Spiels. Also, du kannst den Jungen kurzzeitig außer Gefecht setzen. Nur was bringt mir das? Ich komme hier nicht. Die Enten helfen dir, den Jungen fertig zu machen. Das musst du dir auch mal überlegen. Da. Da schon wieder. Zack. Die vermöbeln den richtig. Aber was mache ich währenddessen? Ja? Das ist ja brutal. Ja, das ist echt. Aha. Ja.
Ja, wenn ich auf diesen Dächern bin, kann ich dann noch weiter rüberlaufen oder rutsche ich hier komplett runter? Da komme ich nicht weiter. Da auch nicht. Dann bleibe ich immer oben. Und da ist wieder dieses komische... Ja, hole ich mir diesen Zauberstab jetzt? Das ist echt witzig, ey. Ja, jeder hat ja seine Beschäftigung, ne? Also... Ja, kann man so sagen, ja. Ach, komm schon, du. Gut, ich dachte, die verfolgt mich komplett. Ei. Ja, wie soll ich da jetzt rüberkommen? Oh. Gut, wäre ich da oben noch weiter gesprungen oder wäre das gut gewesen? Okay, ich komme anscheinend nicht wieder hoch auf das Dach. Da oben komme ich aber auch nicht ran. Das finde ich jetzt nicht so gut. Hier, da, dieses Ding da. Da. Ey. Der schlägt ja um sich, oder was? Was ich interessant finde, ich habe immer noch viel Leben. Also der Stern ist immer noch ganz voll gefüllt. Gefüllt. Der ist aber weniger geworden. Ja, aber so wenig weniger? Ja. Ist tatsächlich sehr gnädig. Ey. Auch durcheinander hier. Ja, an das Fensterbank, an die Fensterbank komme ich nicht ran da oben. Und die auch nicht. Doch. Natürlich. Ey, wieso stößt das denn ein? Komm schon! Aber was bringt mir der Hut? Ja, der bringt ja, das ist Leben, oder? Der bringt mir noch den Stern wieder voller, ne? Abgerechnet wird zum Schluss, sage ich dazu nur. Boah, das ist aber auch wieder spannend. So, Dach, da oben war nichts. Jo. Ich hatte den gar nicht gesehen und der wirft schon mit Steinen. Die mit ihren Blumen da hinten. Ey, hat er mich jetzt geschlagen und den Stein geworfen? Ja, wir werfen Ball, dieser Junge. Blum. So, und jetzt aufs Dach. Die Frage ist, ist hier irgendwas? So, du Möwe. Hier war jetzt nichts, ne? Ja, ja, ja. Da hätte ich weiter springen müssen. Also, wobei, es ist aber auch mal gut hier. Regenschirm war das. Jungs, reicht jetzt. Sag ihnen, dass du zur Schule willst. Und nirgendwo anders. Ja, echt, ich will jetzt zur Schule gehen. Zumindest am ersten Schultag hier. Also, das muss ja wohl sein. Aber ich glaube. Selbst abbekommen. Das finde ich interessant, dass die sich einfach selbst treffen. Naja, der da hinter der Wand hervorguckt, ich glaube, den sehe ich zum ersten Mal jetzt in dem Level hier. Das könnte ein Zeichen sein, dass das fast vorbei ist. Kann ich hier reingehen? Nein. Ey! Mann. Ey, sag bitte, warum wirft er denn noch weiter? Hm. Was passiert, wenn ich hier hinspringe? Oh, da war wieder was. So, ich gehe hier runter und springe sofort weiter. Jetzt! War das die richtige Taste? Nein. Ach, Mann. Ja, diese Schilder muss ich mir echt merken. Moment, was macht die da jetzt? Okay.
Oh. Oh. Ja, diese Möwen, fliegen die im Sturzflug runter? Da ist ein Zettel. Das ist das der Endgegner, kann das sein? Ich kann doch gar nicht kämpfen, hä? Das ist nur wieder der Straßenkarte. Gut, dann muss ich einfach von dieser Mauer runterkommen. Oh, das wird eine Herausforderung. Ey, ich komme gar nicht runter. Ich komme da nicht runter. Jetzt sieht man schon, dass der Stern deutlich zurückgegangen ist. Nee. Also meine Sichtweise auf die Anzeige ist die, der Strich ist das Leben, was ich insgesamt habe. Und der Stern ist immer noch bei annähernd 100%. Nee, da trübt dich deine Wahrnehmung. So, dass der Strich als solches weniger wird und der Stern weiterhin immer rechts ist. Du wirst das nachher sehen, dass der eigentlich viel voller ist. Und das ist, glaube ich, das Ding. Der Stern ist immer ganz rechts in dieser Anzeige, nur der Strich wird weniger. Ja. Und das war die ganze Zeit mein Denkfehler. Aber wie komme ich jetzt runter von dieser Mauer? Ach, Mann. Also, muss ich überhaupt hier runterkommen? Oh, nö. Anscheinend doch. Kannst du auch nicht nach unten gehen? Nee. Wenn du da bist, ein Schild. Wenn ich wo bin? Ein Schild. Warte, das ist ein Stern. Ach, das ist das Leben. Ein Schild. Habe ich schon gemacht, geht nicht. Kannst du ihn nach unten drücken? Also mache ich ja, aber geht nicht. Wenn ich nach unten drücke, springt er nach oben. Ja, fliege ich nach oben. Gut, dann lass es. Ja. Das sollen die Leute mal sagen, wenn man da hinkommt. Ja, sagt mir das mal bitte. Ich fahre erstmal durch das Dach hier runter. Clever. Verliert man dabei eigentlich auch Leben? Oh. Das ist eigentlich... Ich gehe erst hier durch. Moment, wo bin ich jetzt rausgekommen? War das ein Fehler gerade? Moment mal, ist das Labyrinth? Leute, was soll das? Gut, dann springe ich erstmal hier rauf. Nee. Aber rein logisch, ich springe hier auf diesen... Ich versuche hier jetzt rüber zu springen. Aber es macht ja keinen Sinn, weil die Mauer blockiert. So weit war ich ja schon. Und hier durchs Dach durchfahren geht nicht. Also das wurmt mich jetzt ja schon ein bisschen, dass ich hier von dieser Mauer nicht runtergehen kann. Oh. Nee. Also. Dieser Schulweg ist echt schmerzhaft, ne? Dächer und alles klettern muss. Ah, da wollte ich nicht hin! Um zur Schule zu kommen, übers Dach laufen. Ja, da fahren echt keine Schulbusse. Ja. Öffentlicher Nahverkehr ist da noch nicht vorhanden. Also, ich lasse jetzt mal das erstmal beiseite. Leider, muss ich ja. Und gehe durch dieses Tor jetzt weiter. So. Hier laufe ich jetzt rüber. Und zwar gucke ich, ob das Level hier links auf der Seite noch irgendwie weiter vorangeht. Also,
ob hier sowieso bald ein Cut ist. Ja, was guckst du denn, Mensch? Ist mir auch egal. Hey! Das ist lustig. Hier war ich eigentlich ja schon. Sicher? Nein. Hier war ich noch nicht. Nee. So. Wieso kann der hier nicht drauf springen? Es ist hier schon so ein zum Springen und das geht nicht. Ja, guck doch mal genau an, warum. Ja, weil ich dahinter bin. Nein. Doch. Ja, aber das ist nicht der Grund. Gut, dann geh ich mal weiter. Dann guck dir das aber mal an. Das ist jetzt ja nicht so schwer. Ja, weil die beide oben sind. Also der... Das ist... Nein. Ey. Ich muss das schieben. Du, ich hab... keine Idee. Ist gerade alles gegen mich. Na? Na doch. Na, was ist das denn, was du da vor dir hast? Ja, das ist ein Brunnen oder was? Das ist ein Wasserpumpe. Das ist eine optische Täuschung. Und wie bekommt man Wasser daraus? Nämlich der Pumpe. Ja, wie, was muss man denn machen dafür? Braucht Wasser. Nein. Was musst du machen, um das zu betätigen? Ich muss hier theoretisch raufspringen. Genau. Ach, da geht das! Das andere war doch der Hahn. Ich war aber mit der Figur dahinter. Ich war gar nicht mehr auf dem Hahn drauf. Na Leute, schaut euch das genau an. Aber was will ich auf dem Dach hier? Ich will hier doch gar nicht hin. Also jetzt mal ernsthaft. Ja, du willst ja zur Schule. Ja, aber es hört halt auf dem Dach. Du musst erst mal finden. Das erklärt einem hier auch keinen Arsch. Hier sind wieder die beiden Tore. Dann ist hier wieder irgendwo ein Schild, ja, Schule. Dann bin ich wieder irgendwo anders und... fliege hier über die Dächer. Ach, komm schon. Da ja das Dach hier einstürzt, ne? Hier, das hier, Leute. Heißt das ja, ich muss auf dem Dach bleiben, weil das ja eine Falle eher ist. Behaupte ich jetzt mal. Und so muss ich mich hier... Bewegt sich das gerade? Nee. Muss ich mich hier lang hangeln, sag ich mal. Ja, aber dann ergibt ja ziemlich viel, was da unten stattfindet. Ja, aber ich will doch zur Schule gehen. Ja, aber die sind ja auf dem Dach. Na, dann gehe ich jetzt hier runter. Oh! Nee, ich gehe da wieder hoch. Hast du das gesehen? Ja. Der Kater. Ich meine, was stehen die alle so spät jetzt auf? Was ist denn passiert? Ja, das ist ganz toll. Also mein Hauptfokus ist, ich will hier zur Schule. Aber... was ich nicht verstehe, ich laufe jetzt hier einfach über die Dächer. Hast nichts mehr eingefallen? Da war gerade irgendwas. Und hier ist die Schule, oder was? Ah, gehen wir zur anderen Seite. Das verheißt nichts Gutes. Was steht da? Easy St. Also Street. Oder Easy Start. Nein, Easy Street. Also du musst dich jetzt entscheiden, wo willst du lang? Zur Schule oder zum einfachen Weg? Ja, der einfache Weg führt einfach irgendwo hin, aber nicht zur Schule. Also gehe ich zur Schule. Die ja. Frage ist, ob du zur Schule willst. Ja, hallo. Am ersten Schultag? Was passiert jetzt hier?
Ich habe jetzt bekommen das Symbol der ersten Eigenschaft, glaube ich, oder? Ja. Oh, muss ich ducken? Nee. Follow me, said Hannes John, to Easy Street and Stromboli's marionette show. I tried to warn Pinocchio through Simmy, but thought Simmy, but he wouldn't listen. Ja, das heißt im Prinzip, der einfache Weg zur Schule und zu Stromboli's Marionette Show ist der, zu dem ich jetzt von diesen beiden Bösewichten geführt werde. Aha. Obwohl ich eigentlich gerade den Weg zur Schule gegangen bin, werde ich jetzt den anderen Weg bestreiten. Also, beim nächsten Mal, sagen wir mal. Beim nächsten Mal.